Moins und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Secret 2 Let's Play. Jo, wir sind hier auf Alienjagd gewesen, bekamen dieses Laserschwert und ja, finden wahrscheinlich noch mehr Laserschwerter mit der Zeit. Oder machen wir für die Quests dann wieder gleiche Quests, dann wieder in Gold, bekommen wieder schon mal einen raren, oder haben wir immer einen Drop mit einem raren Laserschwert. Jo, und wenn ihr Lust habt, können wir dann auch mal so ein Bild noch machen mit einem Laserschwert. Aber ja, da müssen wir schon. So, Stimmung. Ist keine neue Rune. Ja, wir brauchen ja immer noch die Skelettmagier-Runen. So, noch ein bisschen stärker machen. Eifer. Was ist das für eine Rune? Zehner. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg in die Hauptstadt und ja, dafür müssen wir einfach den goldenen Weg entlang. Da runter, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht genau, was das für eine Musik ist, aber ist das wirklich so eine Musik, die irgendwo... Weiß nicht, wo in Diablo 2 die vorkommt. Sie tönt so ein bisschen ganz anders. Könnte in der Nacht irgendwo auf einem Feld oder so sein. In der Oase oder so. Echt? Ja. Ich bin mir so sicher, was in der Oase lief. Ja, schon lange nicht mehr so intensiv gespielt. Ja, einfach in den Kommentaren schreiben, wenn ihr mal irgendwas sehen wollt, ein Spiel, ein gewisses Spiel. Und ja, ich würde es natürlich gerne dann, wenn es nicht allzu teuer und alles möglich ist, direkt eigentlich Let's Playen. Ihr dürft bei mir sowieso alles ein bisschen, ja, entscheiden lassen. Es muss ja euch Spaß machen und dafür sorge ich. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst bei mir gelangweilt sein, natürlich nicht. So, da haben wir wieder so einen Paladin. Der steht, ist ziemlich bekannt. Mir vorkommt. Keine Ahnung. Könnte ein Secret 1 Unique gewesen sein. Oder? Windstoß. Habe ich gerne gespielt, aber es ist manchmal dann schwach, weil es nur physisch und Gift, glaube ich, angreifen lässt. Der Schaden. Ja. So, beim Lager war ja wieder dieser Überfall. Da müssen wir wieder die Frau retten. Komm. Genau, Golem. Die stecken irgendwo fest. So, genau zum Waystone, Wegstein genannt. Seenstein auf dem Schirm. So, also. Dann beginnen wir da. Ja, greift doch nicht. Sonst seid ihr ja noch überfordert, liebe Skelettis. Dankeschön. So, jetzt kommt der Überfall. Greift an. Okay, ich denke nicht mehr auf das Geld. Was ist es? Das Geld. Ja, die haben eine Chance, dass sie wieder verlegt werden. Das ist ein bisschen manchmal nervig, wenn sie sehr viel Leben haben und dann wieder belebt werden. Ein paar Mal geht es einfach mehrmals länger, aber gut.
kann man leider nicht machen, sind die Entwickler halt schuld. Und sind Sacred 1 schon ein bisschen genervlich gemacht. Die wollen ihn ja nicht hören. Es ist einfach Sachen, die halt mehr stören, als irgendwie logisch oder lustig sind. In keinem anderen Spiel tun Skelette wieder aufstehen und weiter. Das sollte irgendwie laut den Entwicklern lustig sein, wenn sie wieder auftauchen. Es wäre nichts passiert. Oh. Okay. Gut, habe ich das angeschaut. Ah, wir haben schon eins mit so, aber wir haben jetzt mehr. Plus Konzentration. So, wie sieht der aus? Genau, wir sind ja hellblau. Das ist eine schöne Farbe. Ah, wir sind Braun, genau. Von Star Wars. Der hat leider dunkelblau, aber. So. Golem Nummer 2, Silber, genau. Das machen wir oben. Wir machen zweimal oben jetzt. So, alles noch nichts passiert. Also einer haben wir wahrscheinlich mit Defensive gemacht, der andere haben wir vielleicht mit Offensive gemacht. Ich weiß natürlich lieber, wenn es beides Defensive. Der Golem muss jetzt nicht unbedingt so viel Schaden drücken. Aber man weiß es eben nicht. Eigentlich nicht. Das sind die Krallen. Das sind so Krallen. Hey, Gabel. So, viel einfacher als mit der Hochelfin bzw. Sorcererin. Gut, Bären sind auch kein Problem. Sehe ich gerade. 38 Gift, da ist sie. Sehr gut. Also die Osterhasen-Quest, die können wir dann holen, wenn wir da mit der Hauptquest weiter sind. Und sonst gehen wir doch mal noch in den alten Hafen, wenn wir können. So, das ist abgegeben. Die Frau ist in der Hauptstadt. Also im alten Hafen kommen wir eventuell nicht gut hin. Doch, es geht, glaube ich, hier außen herum. Ja. Da haben wir auch noch eine Quest. Aha. Braut, die sich nicht traut. Ist ja die, wo wir da nach Zweibach auf diesem Hof halt gegeben haben. Gemacht haben. Also, genau hier ist ja der Gladiator aus Sacred 1, ein spielbarer Charakter. Eine coole Axt. Und hier gibt es noch eine Arena-Quest, dann, wenn wir mit der Hauptquest sind. Und die Hauptquest ist doch noch zuerst im der Macht. Beim Rathaus oder so. Das war nun fast zu einfach. Sonst? Aha. Die hat Quest. Charakterquest. Wer zu erklären? Sagen welche Quest. Begib dich unter zwei Menschen.
aber glaube ich. Im Namen der Inquisition werde ich euch helfen. Was da runter? Ich will nicht in die Kanalisation. Reiki dort. Ach, wieso habe ich nicht öfters Inquisator oder so gespielt? Das war eben nicht ganz immer so stark. Es gibt manche Taktiken, die sehr stark sind. Aber es, ja, es hat mir immer relativ schnell dann zu anderen Charakterklassen wieder gezogen. Konnte nie lange mit dem Inquisator aushalten. Weiß es nicht. Er müsste besser sein. Ein Riesenpatch oder so würde Secret 2 noch gut tun. Aber halt nur von Fans, weil die Entwickler halt schon sich selber ausgesetzt haben. Hätten weniger Geld verschlingen sollen und mehr einnehmen sollen. Indem sie halt irgendwie. Ja, Fans nicht so im Stich gelassen hätten nach dem Kaufen. Haben ja nicht ganz so viele Patches rausgebracht und das Addon war auch viel zu lange nicht rausgekommen von einem anderen Entwickler auch. Was muss ich jetzt machen? Jetzt greifen sie da. Dankeschön. So. Ist noch angenehm, die Musik hier unten. Also das ist ein Forschungsdrang und ja, so Bartmusik. Das hat sicher auch Diablo 2 sehr viel Ruhm eingebracht, diese tolle Musik. Und jetzt greift wieder an. Dankeschön. So, okay, da auf so einem Steg. Die haben irgendwie eine Fähigkeit. Oh, eine Riesenratte. Keinen Namen. Also vielleicht können wir hier irgendwo hoch, dann sind wir irgendwo in der Nähe von Rathaus. So, beseitige den Kommandanten des Lagers. Gut. Südlich der Stadt liegt ein Lager, da müssen wir sowieso hin. Um den Boss zu besiegen. Ich glaube, Fürst des Seis ist dort oder so. Irgend so ein Chippo. Gegner von Diablo 2. Sieht man jetzt gerade noch nicht. Oben. Also gehen wir hier nach Norden, dann kommen wir irgendwo anders raus. Die Ratten einfach vorbei wollen. Das ist auch eine Taktik. Durchlaufen und uns aufhalten, indem wir wieder zurücklaufen. Oder? So, genau hier. Hier geht's auch nach oben. Raus aus dieser stinkenden Kanalisation. Oh ja, oh ja. So. Gut. Dann gehen wir mal hier raus. Und schauen auf die Map, ja. Lager, gut. So, also hier können wir
Quest annehmen. Eine Quest. Halt! Was machst du mit der Dokumentenrolle? So etwas gibt es nur bei der Armee und ist Offizieren vorbehalten. Übergib. Ja, also. Wenn du nicht glaubst, bekommst du auf die Mucke. Aber zuerst müssen die Skelette auch angelegt. Komm schon, ey, muss es jetzt so nervig sein? Ja, dann fluchen wir und dann greifen sie an. Fein gemacht. Ich bin froh, dass diese Schnepfe endlich das bekommen hat, was sie verdient. Ich werde sie bestimmt nicht vermissen. Wenn du den Großinquisitor suchst, den findest du in der Nähe der Arrestzellen. Ja, Arena. Aber zuerst machen wir noch die Ostereiersuche vom Osterhasen. Die Inquisition wird sich um diese Angelegenheit kümmern. Ja, eine sehr fröhliche Angelegenheit. Eichen suchen. Oh, Eichen. Hier gibt es übrigens noch eine Quest, die zwar nicht unbedingt so gute Belohnung bekommen oder so, aber sehr groß ist. Also weiterführende Quest. Jo. Man muss einfach so ein paar Orte absuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die jetzt schon lohnt zu machen. Also, sie ist jetzt nicht gerade so spannend, dass sie jetzt sich lohnt, die auch noch zu machen. Ich möchte sie einfach dann vielleicht noch machen. Oder einfach in Silber noch nicht und dann in Gold. Wenn ich da die brennende Legion mache. Das ist auch so eine Questreihe, die ziemlich cool ist. Die meisten Quests vielleicht auch alle machen dann Gold oder Platin dann. Und in Job machen wir sowieso alles. So, ich muss hier ja auch noch kurz. Ich brauche, glaube ich, hier keinen Seelenstein mehr. Oder wir teleportieren uns hier hin und laufen dann geradeaus. Ist ein bisschen schneller dann. Beim nächsten Season. So, Gladiator, kann ich gegen dich kämpfen? Tyrael und Atma. So, genau. Okay, eine revolutionierende Idee. Eine Nachricht von diesem Trottel, der sich Kommandantin nennt? Wenn sie endlich einmal lernen. Okay. Gute Anführer. Ah, das ist der Trottel vom Kommandantin. Das soll doch stellen. So, wie müssen wir jetzt fragen? Genau. So. Du sollst also beweisen, dass du kämpfen kannst. Ja. Das kann ich auch ohne deine Schnur. Das haltet uns nur auf. Wir wollen Action, das ist ein Action-Run spielen. Hack and Slay und keine Reden und warten. Los, wir greifen an. So. Ja, aber angreifen. Ohne Angreifen gibt's hier nicht. Werd ihr aus allen Knochen. So, ja, das war ein bisschen einfach. Wir brauchen noch eine Herausforderung. Gib mir noch eine Quest. Äußerst beeindruckend und die Farbzusammenstellung war perfekt. Ja, ganz rot, ja. Kämpft gegen die Arena-Kämpfer. 5711 Gold. Man nennt mich einen bösen Wolf, weil ich Probleme löse. Ja. Also die Quest solltet ihr später machen. Die ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Aber wir haben ja diese Skelette, die sehr stark sind. Probieren wir es einfach. Oh. Hallo. Skelett ist da. Angreifen. Was ist jetzt los? Jetzt.
hier fern die Party. Alles ein bisschen schwer. Gar nicht verstehen. Dass die Minions keinen Bock haben zu kämpfen. Nein. Nicht irgendwie falsch laufen, ich will nur geradeaus. So, jetzt haben wir die Quest auch gemacht. Kommen wir irgendwas Gutes? Respekt, ich muss sehen, dass ich ja nicht zu gewöhnen hätte. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Annahme Intensive Senses. Jo. So, und hier hoch sollte es zur Charakter Quest gehen. Oder ja, unten im Generalslagerwärter. So, also gehen wir nach Süden in die Stadt und ja, müssten zwar nochmals dort hoch, aber das können wir dann noch kurz machen und einfach hier hochgehen, zum Beispiel von dort. Ja, werden wir dann sehen, was Besseres. Ich mag irgendwie die Farben vom Charakter jetzt. So dunkelgrün, schwarz, bisschen gold, bisschen laut. So metallikfarbig und dann weiß. Hat irgendwas von Assassin's Creed. Ah, jetzt kommen wir zu den Kanonen. Haubitze, oder wie die heißen. Genau, ah, Skorpione sind. Nein, das sind Ballisten. Ja, sehen ein bisschen auch aus wie Skorpione. Aber die Geschosse sind von den Ballisten. So, genau, müssen wir hier nochmal. Wache, wache. Mach mir die Hose. Oh, sie ist tot. Doofer Kommandant. Jetzt müssen wir da hoch. Interessant. Die Schmiede sind. Die Zelte sind im Hauptspiel, glaube ich, blau und jetzt sind sie hier im Diablo 2 Mod weiß. Oder sind die Zelte da oben beim vorherigen Lager blau und die sind immer weiß? Ja, jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Hier ist sicher irgendwo ein Easter Egg. Nicht? Dann wäre ein Ascro-Mitarbeiter. Schade, ist hier nichts. Das Bötchen ist noch hier, genau. Weiß nicht, wo ich suchen kann in der Hauptstadt nach einem Easter Egg, was mit dem Mod hinzugefügt wird. Ja, das schauen wir alles dann im größeren Schwierigkeitsgrad dann besser an. Ja, wir leveln auch viel zu schnell. Es macht dann einfach nicht so Spaß, unterlevelige Gegner zu begegnen. Ich denke, so ab Level 140 sowieso können wir da schön viel in einem Ort bleiben und schön leveln. Aber wir machen jetzt nicht irgendwie so, ja, wir müssen da Level 200 erreichen, so das ist fast unmöglich. Das ist sehr schwer. Das geht nicht. So, wir kommen jetzt wieder hier hoch, zuerst links über die Brücke. Diese Musik ist Hargav. Ich glaube kurz nach der Betreten der Hochlanden. Die Blutebene, das heißt sie doch. Ein glorreicher Tag. So, die Kleine gehört uns.
Und damit müssen wir jetzt wieder. Ja, gehen wir einfach oben raus. Die Gegner sind übrigens aus Secret 1 ziemlich zähe Gegner. Dunkelelfengebiet. Ja, sind irgendwie Secret nicht so zäh. Oder unsere Marke einfach so stark, oder? Ja, doch immer ein paar Charaktereigenschaften an. Erblendungsbonus 5.1. Das ist dann ziemlich. Hey, ich hab doch mittlere Maustaste gedrückt. Wieso passiert das jetzt schon wieder? Wieso ist der Gegner so zäh? Also so stark überhaupt? Wow, hey, Dankeschön. Jetzt sind wir hier. Ja, gut. Dankeschön, dass das Spiel so unfair ist. So schnell uns sterben lässt, wenn die Minions auch nichts machen. Aber ich bin sehr abgelenkt gewesen und ich dachte, es kommt niemand mehr, kein Gegner mehr. Nicht eine Millisekunde Zeit gehabt, um kurz Leertaste mehr zu spammen. Ja, das ist halt eben, wenn man angegriffen wird, man kann sich nicht heilen, man kann keine Heiltank ziehen. Das ist einfach dem Spiel halt ein bisschen zu verdanken, dass man da nichts mehr machen kann. Aber gut, ich habe jetzt gerade noch geredet von Überlebensbonus, der ist natürlich weg. Da muss man halt überleben. Ja, es ist wirklich, also die Morde übertreiben mit ihrem Schwierigkeitsgrad manchmal. So viel Schaden in kürzester Zeit zu erleiden. Eigentlich sehr unfair. Vor allem, wenn man eben nichts macht. Sonst bekommt man kaum Schaden. Ja, ich denke, die Gegner, die haben einfach noch nichts zu suchen, so gering, levelig. Die sind halt einfach dort und werden halt von unserem Magen schon schnell getötet, wenn sie angreifen würden, aber. Ja, es ist sehr, sehr unbalanciert, aber nichts. Passiert halt immer dann, wenn man nicht gerade so viel gut spielen kann. Wenn man irgendwo in einem Menü kurz mal anschaut. Genau, ich wollte schauen, was Wade entdeckt. Zack, 3,2. Und dann bin ich gleich wieder raus. Ja, dann sterben wir halt ab und zu, wenn wir gerade so extrem aggressive Gegner haben, die sehr viel Sichtweite haben. Aber gut. Es tut ja uns nicht irgendwie schlechter machen, wir sind einfach abgelenkt. Wir sind gerade nicht so anwesend gewesen. Was machst du, Bär? Das ist eine gute Idee, dass die Skelette da noch wirklich den Gegner mit angreifen, wenn sie gerade nichts machen. Genau, wir wollen ja. Wofür die Charakterquest hin? Zum Händler brauchen wir nicht so gerne. So, und jetzt? Okay. Und Schrei. Und als nächstes. Dort und okay. Müssen wir also nochmals durch die Stadt laufen. Das ist ja nicht eine große Stadt. Es ist eher so richtig gemütlich groß. Also ist Hauptquest weiter. Und ja, der Part ist 30 Minuten, dann machen wir dann im nächsten Part eben diesen Boss da unten im Gebiet. Im
Hafengebiet und ja, die Charakterquest weiter und dann die Hauptquest weiter. Und kurz davor müssen wir den Bären noch holen. Ja. Die Welt, in der wir leben, ist gottlos und korrupt. Die Menschen haben den Glauben an genau, hier müssen wir schon zur Mauer. Ausgezeichnet. Ich beauftrage dich mit deiner ersten Mission. Ja. Also, dann ist das Menschengebiet und dann das Orkgebiet. Oh, das wird cool. Das Orkgebiet ist relativ klein, aber trotzdem ist der Weg schon ein bisschen groß. Ja. Werden wir gut schaffen. So, also. Ja, einmal sind wir jetzt gestorben. Genau. Genau. Eine Wiederbelebung. Aber es ist ja nicht so schlimm. Und eben, der Mod ist halt schon ziemlich schwer. Ja gut, ist der Bild nicht gerade so schwach, oder? Dass die Skelette gut angreifen können. Wir müssen einfach schauen, dass später die Skelette gut aushalten. Aber das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht auch mit... Wo ist mein Schild? Okay. Fast unsichtbar. Genau. Dass die Skelette halt squishy sind, aber gut austeilen. Und dann muss man sie halt einfach wieder bellen. So. Gehen wir kurz rein und ich mache noch ein Bild. So. Gut, dann ja, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Dabeisein. Tschüss.